Mind System, herzlich willkommen in der Kunstgalerie Waldviertel. Herzlich willkommen zur wildesten Ausstellung, die wir je hatten hier, glaube ich. Wir präsentieren diesmal einen unserer jüngsten Künstler, also den jüngsten Künstler. Kurz zur Kunstgalerie Waldviertel, zu diesem Projekt. Das wäre nicht möglich ohne unsere Sponsoren, die da im Loop laufen. Und ich möchte mich diesmal ich möchte mich bei unseren Sponsoren wirklich bedanken, die uns jahrelang die Treue gehalten haben. Die Ausstellung heißt Warum nach Paris? Das Schöne liegt so nah. Und unser junger Künstler ist Florian Balzarek. Diesmal spreche ich es richtig aus. Einen Willkommensapplaus würde ich mir wünschen. Dass du dich kurz vorstellst. Ja. Also danke fürs Kommen. Ich heiße Florian Balzarek, aka Balzo. Und die Antonia hat schon gut gesagt, wegen der Ausstellung. Es geht einmal primär darum, dass das alteingesessene Bild von der Kunst etwas ungünstig ist für Jüngere. Und das soll quasi zeigen, dass eben gute oder kommerziell gesehen preiswerte Kunst eben auch im Waldviertel beispielsweise geben kann und nicht nur, wie erwähnt, in Paris. Zu mir, ich bin 20 Jahre alt, studiere aktuell in Wien, habe mein Atelier auch in Wien und ja, mal seit 6 Jahren jetzt, habe 4 Jahre eine Ausbildung genossen. Genau, und das ist, glaube ich, alles Wichtige, was da zum Sagen gibt. Ja, du hast auch im Gymnasium maturiert. Genau. In Waldhofen an der Thaya, das wäre noch zu erwähnen. Genau, ich habe 2021 maturiert in Waldhofen. Und ja, dann bin ich eigentlich mit Zivildienst gefoltert worden und danach eigentlich direkt nach Wien. Genau. Vorher habe ich Wirtschaft gemacht. Das dann abgebrochen, weil das mehr wie ein Virus ist, der einen befallt. Und jetzt Philosophie. Und danach werde ich das Diplom in Malerei machen. Und voraussichtlich in Düsseldorf. Du bist überhaupt so vielseitig. Ja, das werden wir später noch erfahren. Also ich finde das ganz toll, dass wir dich hier hosten dürfen. Und dass du auch es ermöglicht hast, dass das Gymnasium von der 5D durfte ein Kunstwerk präsentiert werden und auch von einem jungen Mädel, einer 16-jährigen Waldhofnerin, die etwas schüchtern ist. Ja, ich finde das schön, dass du auch ihnen den Raum bietest. Genau, vielleicht kurz dazu. Am Mittwoch ist die 5D vom Gymnasium hergekommen, wie ich gerade die Ausstellung angefangen habe zum Aufbauen, mit dem Herrn Professor Anibas. Und wir haben dann am Anfang die Ausstellung gemeinsam angeschaut und nachher noch ein Bild gemeinsam, also eigentlich sie und ich habe halt nur meinen Schmäh dazugegeben, gezeichnet. Und das hängt ganz hinten über der Couch. Und ja, es war eigentlich eine nette Idee. Voll. Und zur anderen, ich habe den Namen leider vergessen, die 16-jährige Dame hat gebeten, ob sie ein Bild hergeben kann, was auch ausgestellt wird. Das ist der Soldat hinten. Und das finde ich auch gut, dass sie das sagt und angeboten hat, weil ich hätte mich auch gefreut, wenn ich in dem Alter die Möglichkeit gehabt hätte, dass ich was ausstellen kann. Also ein Applaus für die Mutter. Noch kurz zur Kunstgalerie Waldviertel, die besteht aus 3 Bereichen. Das erste, was Sie sehen, ist eben der Ausstellungsbereich, wo wir bis Ende November Ausstellungen haben, alle 4 Wochen eine neue Ausstellung. Dann haben wir die Kunstbuchbibliothek und dann haben wir noch die Dauerausstellung Traubenwäscher, seltene Glasobjekte, wo ich bitte den Herrn Paul Richter mal herbitten möchte, dass er ein bisschen was erzählt. Danke für die Einführung. Ja, die Ausführung überlasse ich dann Ihnen, stehen Ihnen zur Verfügung für Auskünfte. Wir werden dann ein bisschen was über das seltsame Tafelgerät Traubenwäscher, soweit es mir möglich ist, erzählen und erklären. Danke.
von Musik. Oder was auch immer das ist. Hintergrundgeräusche. Diese Ausstellung läuft vom 23. Juni bis 16. Juli. Danach gibt es eine Woche moderne W4. Was das ist, weiß ich nicht. Das würde ich gerne einführen. Also mit einem von denen, den man nicht sieht, mit Paul Kainz, mit Joachim Kainz, mache ich gemeinsam ein Kunstprojekt, was vom Land Niederösterreich und 100 Jahre Niederösterreich und Kultur Niederösterreich gefördert wird. Da geht es darum, dass man das Waldviertel neu interpretiert, in malerischer Art und Weise und in musikalischer Art und Weise. Und die Kunstgalerie war so nett, dass sie uns den Raum zur Verfügung stellen, dass wir das nachher eben am 17. Juli umsetzen können und da 8 großformatige Arbeiten zeigen können und Kassetten mit 10 Nummern drauf. Genau, das geht täglich. Ja. Von 15 bis 18 Uhr, von 17 bis 23. Oh mein Gott, ich habe es geschafft. Also, jetzt würde ich dich gerne fragen, weil du bist wirklich vielseitig und du hast ganz am Ende ein Sample ausgestellt, und zwar von deiner Modemarke. Ich weiß nicht, ob ich das sonst beschreiben soll. Heute ist ein besonderer Tag, heute ist deine Website online gegangen. Ja. Das ganze Projekt heißt Balso. Und jetzt würde ich dich eben davon. Ja, also ich habe schon Ewigkeiten eine Abhängigkeit von Mode und deswegen auch teilweise der Titel, sprich Paris. Und habe jetzt Anfang des Jahres begonnen, dass ich mich selbstständig machen möchte mit der Mode und habe das jetzt auch in die Tat umgesetzt. Und jetzt ist es endlich soweit, dass es die Website mal online gibt, wo dann mein Gewand am 23. Juli erscheinen wird. Und hier ganz hinten hängt eben ein Sample, also das war der erste Druck, den ich je gemacht habe. Das ganze Gewand ist per Siebdruck, handbedruckt von mir. Und das Stück ist von Wien. Und alle Materialien sind recycelte Baumwolle oder recycelte Polyester. Genau, und die Themen sind gleichgeschlechtliche Ehe, freie Sexualität, Umweltbewusstsein und eigentlich alle Themen, die die aktuelle Jugend oder die aktuelle Gesellschaft beschäftigen sollten. Das ist eigentlich das Grobe dazu. Dankeschön. Kannst du noch sagen, wie die Website heißt? Balzo.at. www.balzo.at, also falls ihr Interesse habt. Ich würde dich gerne fragen, was druckst du auf deine Mode? Weil darum geht es ja auch. Es sind 3 verschiedene Kleidungsstücke, der Pullover beispielsweise, in 3 Farben, ein T-Shirt in 2 Farben, ein Rollkragen in 2 Farben mit jeweils 5 Motiven. Einerseits das Motiv, andererseits ein Motiv mit einem Herz,
was zerbrochen ist, wo sich widerspiegelt zwei Personen. Dann einerseits ein Recyclingzeichen mit drüber Altgold. Dann zwei Strichmännchen, die ausschauen wie Frauen, mit drüber Hey Kids, We Get Married. Und Anna und Lisa heißen die Damen. Und also deine Kunst, die du gemacht hast. Genau, ja genau. Und das ist. Die Zukunft soll auch sein, dass andere Künstler. Genau, in Zukunft werden andere Künstler gebeten oder man gibt in den Raum, je nachdem, dass sie ihre Werke quasi dann auf die Kleidungsstücke drauf drucken können, aber wieder alles per Hand, dass sie quasi auch den Raum haben, das beispielsweise konventionell zu nutzen oder wenn sie nicht die Möglichkeit für eine Galerie haben, dass ihre Kunst einfach an die breite Masse getragen wird. Ich finde es super, dass du in dem Alter einfach so aktiv bist und wirklich so ein Umsetzungsvermögen hast. Ja, das ist wirklich bemerkenswert. Ich würde noch gerne fragen, wie bist du zur Kunst gekommen und was ist die Technik, die du am liebsten verwendest? Also ich habe schon immer ein Fail für Street Art, also Graffiti. Nachher bin ich irgendwann draufgekommen, dass das nicht legal ist und dass es teuer ist, wenn man es macht. Und zeitgleich habe ich im Gymnasium einen ehemaligen Lehrer kennengelernt, der mir gezeigt hat, was Kunst sein kann und dass es mehr Facetten gibt in der Kunst. Der mir dann eben auch eine Malausbildung gegeben hat. Und wo ich dann draufgekommen bin, dass Kunst eigentlich viel, viel mehr ist, als nur irgendwas zu malen, sondern die Auseinandersetzung quasi mit dem Bild und auch mit den Themen, die man beschäftigen will, so umzusetzen, dass sie einerseits für mich verständlich sind, aber für den Zuseher nicht verständlich. Man könnte ja sagen, du kannst nicht malen. Was sagst du darauf? Hast du Augen? Nein. ich kann für die breite Masse schon auch schön malen, aber warum soll ich was machen, was ich genauso heutzutage beispielsweise mit einem Computer machen kann? Und sowas, was ich mache, kann man nicht mit einem Computer machen, kann man nicht mit einer AI machen lassen. Und diese Stilmittel gehen nur so, wie ich sie beispielsweise jetzt umsetzen will in den Bildern. Damit überhaupt dieser Effekt rauskommt, den das Bild vermitteln soll. Ich fand das so toll, die Geschichte, die du mir von diesem einen Bild da, das unverkäuflich ist, erzählt hast. Du hast das aus dem Gedächtnis gezeichnet. Genau. Und ja, in Bezug darauf nehmen, habe ich gefragt. Das Bild rechts neben dem Handy. Musik. Immer die Grundsteine legt und dann sagt, ja, macht's ruhig. Danke an die künstlerische Leitung, danke an die Sponsoren. Bitte kommt ins Gespräch, genießen Sie den Abend. Es ist irgendwie sehr familiär, Kinder sind da, ein Hund ist da, meine Tochter kommt auch gleich. Und in diesem Sinne ist die Ausstellung eröffnet. Kurz noch,
Wenn es Fragen gibt zu irgendwelchen Bildern, einfach fragen. Auf jeden Fall. Bitte mit dem Künstler ins Gespräch kommen und genießen Sie den Abend. Applaus